In der thailändischen Hauptstadt Bangkok hat die Regierung nach erneuten Protesten der Demokratiebewegung ein Versammlungsverbot verhängt. Zuvor hatte ein Großaufgebot an Sicherheitskräften ein Protestcamp vor dem Sitz von Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha aufgelöst. Mehr als 20 Demonstrierende wurden laut Polizei verhaftet, darunter mehrere Anführer der Demokratiebewegung. Am Mittwoch hatten Tausende protestiert. Mit dem neuen Versammlungsverbot dürfen sich nicht mehr als 5 Menschen versammeln. Zudem wurde der Verkehr in Bangkok eingeschränkt. Die Regierung hatte die Maßnahme unter anderem damit begründet, dass Protestierende die königliche Autokolonne blockiert hätten. Die Proteste in Thailand dauern seit Juli an. Die Bewegung fordert den Rücktritt von Regierungschef Chan-o-cha, Neuwahlen und umfassende Reformen. Zudem wollen die Demonstranten, dass das Gesetz zur Majestätsbeleidigung abgeschafft wird, das bis zu 15 Jahre Haft für Kritiker von König Maha Vajiralongkorn vorsieht. Der Monarch hat in Thailand aber auch weiterhin viele Anhänger. Auch am Mittwoch demonstrierten hunderte Royalisten.